Heiner, hier ist der X-Wing mit Borderlands, The Pre-Sequel, mit dem Cheetah und dem Louis. Hier ist aber noch nichts Neues. Ich habe ein Computerproblem. Und dann rufen die Kammerjäger und kein Elektriker. Schokosplitter! Claptraps den Betrieb aufhalten. Finde raus, was sie da treiben. Was muss man hier eigentlich tun, um ein paar experimentelle Waffen zu bekommen? Ich würde gerne eine neue Waffe bauen, aber mein Kollege und ich können uns nicht einigen, welche Waffe wir als nächste fertigen. Ich habe eine Laserwaffe mit meiner unendlichen Weisheit gestreichelt und sie so zur sinnlichen Perfektion gebracht. Ich habe einen Granatenmod gebaut, der Schneebälle schleudert. Der Jack. Oh, das kenne ich. Die zwei diskutieren ewig weiter, wenn du das nicht unterbindest. Besorg dir einen Ruhigstellbolzen. Jack, ich habe heute ein Lied gelernt. Ich habe mir mal den Schneeball geholt, der ist nicht so wirklich toll, aber der Laser auch nicht. Laser finde ich ganz gut. Ja, aber der Laser ist halt nicht so wirklich so ein Laser, wie wir haben wollen. Also, ich glaube entweder eine Railgun oder eine Shotgun. Und die anderen Laser finde ich eigentlich alle gut. Was greift uns da an? Ah, nix. Der müsste doch hier irgendwo. Dieser Ruhigstellbolzen sollte einen der beiden Claptraps im Waffenlabor deaktivieren. Geh hin und stell einfach den Claptrap kalt, dessen Waffe dich am wenigsten interessiert. Hey Louis, komm mal her. Ich hab was für dich. Damit kann man Claptrap-Einheiten unter Kontrolle halten. Ich finde das lustig, weil du doch ein Claptrap bist. Och. Sei vorsichtig damit, diese Ruhigstellbolzen sind ziemlich wertvoll. Alles, was einem Claptrap das Maul stopfen kann, ist sehr gefragt. Verpass einem von beiden den Ruhigstellbolzen, dann ist er für eine Weile abgeschaltet. Bitte stell mich nicht ruhig, Jack. Du ich. Ist mir egal, welchen du machst. Die überlassen. Oh, ich bin für Laser. Laser. Clap 9000. Tja, ein Claptrap weniger auf der Welt, was? Du hast deinen Freund ausgeschaltet. Ein Mining Laser. Prototyp nur für autorisiertes Personal. War das doch ein durchgehender? Nee. Der war das. Entscheidungen, Entscheidungen. Oh, du hast den Schock, oder was? Ja, nimmst du auch als sein, oder?
Ich hab den in Schock. Ich hab den in Koro. Ich hab Schock. Der splittert halt ein bisschen ab, ne? Oder ist das mein Skill? Nee, ist nicht. Das ist mein Skill, glaube ich, ne? Diese 40%. Der hat einige Streuung. Nee, wenn du auf den Boden schießt. Ja, okay, das ist mein Skill. Ach so, das Abprallen. Ja, das ist mein Skill. Ja, das ist dein Skill. Boah, ist jetzt aber nicht so wirklich meins. Nehmen wir wieder. The Moxie. Wie kann man besser schweißen? Meine Schweißnaht, ich versuche einen Clap-Jab zu machen. Immer noch? Lol. Das dauert so ewig. Wie lange dauert es noch? Jetzt ist ein neues Angebot wieder. Weiß es nicht so wirklich. Jo, dann machen wir mal die anderen Quests. Wobei, warte mal. Ja, egal. Egal. Wir hätten auch direkt hinreisen können und seine Echo einsammeln können an der Stelle. Aber ist egal. So sind wir halt mittendrin statt nur dabei. Bitte entschuldigen Sie all die Claptraps. Ach ja, da war ja auch noch eine Quest. Stimmt. Ja, die Nummer mit der Luftschleuse, was? Das war irre. Diese Blicke, das Geräusch, das die gemacht haben. Heiß. Ab da ungefähr hast du also gewusst, dass du für den Schurken arbeitest, oder? Geahnt hatte ich es schon länger. Aber es gab eben noch Arbeit zu tun. Pff, mir egal, mein bester Freund ist ein Banditenkönig. Oh. Alle Bazillen sind zu vernichten. Meine Putzbots sind verschwunden. Mach Unordnung, damit meine drei Mitarbeiter sich zeigen. Okay. Das tut mir jetzt schon leid. Also er ist schon tot, aber tut mir trotzdem leid. Oh. Da bin ich mal am Boden. Ist wieder ein Bäder? Ja. So, das war der Shit. So? Ne? Unbekannte Nutzer registriert. Legitimation verweigert. Benutzt das Terminal, um die Tür zu öffnen. Schnell! Jack muss hören, was ich ihm zu sagen habe. Da müssen wir, glaube ich, alle hin. Ja, hier. Hier rüber. Und hier auch kurz bleiben. Wer nutzt dieses Terminal? Jo. Geben Sie mir Ihren Autorisierungscode. Wer ist da? Nennen Sie Ihren Rang und die Seriennummer. Scheiß drauf. Wie ist deine Seriennummer? Ich mag dich. Wie ist deine Seriennummer? Abteilung in den Arrestblock. Ausbruchalarm. Ja. Ich muss meine Nachbarn
muss mich beschützen! Hallo? Oh mein Gott! Sie werden uns alle töten! Beschütze mich, während ich die Nachricht hochlade. Wenn er sie nur bekommt, sterbe ich wenigstens nicht umsonst. Aua, das könnte wehtun. Von Jake. Vielleicht muss ich ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Oh, oh, treib etwas Farbe auf und gib sie einer Claptrap-Einheit. Ich habe eine Idee. Deine Ideen sind nicht gut, Nakayama. In der Claptrap-Wartungsstation findest du bestimmt Farbe. Nun gib die Farbe einem Claptrap und bitte ihn, meiner Bewunderung bildlichen Ausdruck zu verleihen. Als Hommage an den Mann, der mich hergebracht hat. Gelb ist seine Lieblingsfarbe und der erste Eindruck zählt. Wenn also alles gelb ist, wird er mich lieben. Der Claptrap hat doch schon die Farbe. Finde einen Claptrap in der Nähe von Jacks Büro. Wenn der Roboter das Gemälde fertig hat, läuft Jack jeden Tag daran vorbei. Sieh dir diese Trottel an! Verplempern ihr digitales Dasein an einem Computer! Ich danke dem allmächtigen Roboterpolizisten, dass ich nicht auch so ein blöder Bürohengst bin. Der hier hat nichts zu tun. Er kann mein Meisterwerk erschaffen. Claptrap. Ich wollte tanzen! Wer hätte gedacht, dass ich genauso gut male, wie ich tanze? Verdammt, was malt der Claptrap da? Sieht aus wie ein Skag, der es mit einem Getränkeautomaten treibt. Aber schöne Farbe. Ich lasse das später entfernen. Bedünkt. Och, er versteht das einfach nicht. Schicken wir ihm ein paar Blümchen. Pflück ein paar von denen, die ich in der ganzen Station gepflanzt habe. Blumen! Roboterstimme. Ich bin keine KI. Ich bin ein Mensch. Ich sitze in einem dunklen Raum und lese vor, was man mir sagt. Aha, noch so eine Nachricht von diesen Pennern. Da steht Kokosalat. Ich bin eine erwachsene Frau und muss Kokosalat sagen, weil irgendein Arsch dieses Wort aufgeschrieben hat. Weil irgendein Arsch dieses Wort aufgeschrieben hat.
Ich rette dich! Einfach so geil, der Skill mit der Heilung. Diese Blumen habe ich selbst gepflanzt. Ich habe meinen Doktor eigentlich im Gartenbau gemacht. Ich habe nur gesagt, ich sei gnädiger, damit Jim mich einstellt. So sehr, was? Ich hätte nichts gesagt. Was? Jawohl, wir haben alle Blumen, die wir brauchen. Stellen Sie einfach vor Jacks Büro. Wunderbar! Das muss er einfach zur Kenntnis nehmen. Die kann er nicht übersehen. Endlich wird er mich bemerken. Brandschutzverstoß. Blumen versperren den Weg ins Büro. Blumen müssen aus Brandschutzgründen verbrannt werden. Was? Nein! Nein! Also gut, wer zur Hölle verschandelt hier meine Station? Vortreten! Ich, Sir? Professor Nakayama! Ich bin der Genetik... Ja, ja, scheißegal. Du nervst mit deiner komischen Kacke hier, Nakilama. Hör auf damit oder ich stopf dich in einen Waffenwandler. Blöder Wichser. Hast du das gehört? Er hat meinen Namen fast richtig ausgesprochen. Das bedeutet, er liebt mich. Komm zurück, wir haben es geschafft! Corporal Bob. War einmal. Ich hab Level up, yay! Ich habe es geschafft! Jack und ich werden bis ans Ende unserer Tage zusammen glücklich sein! Das wird dir leid tun, wenn ich dich später daran erinnere. Vielleicht habe ich ein kleines genetisches Monster erschaffen, das jetzt in der Müllpresse haust. Könnte auch sein, dass es sich von Abfällen ernährt, heranwächst und irgendwann alle umbringt. Kümmerst du dich darum? Ja, im nächsten Part. Bis dahin.